So, hallo und herzlich willkommen zu einem netten kleinen neuen Spiel, und zwar dem PC-Building oder PC-Building Simulator, besser gesagt. Ja, der Name verrät es eigentlich schon, worum es geht. Wir bauen Computer. Wir reparieren sie, etc. Dann möchte ich mit euch den Karrieremodus spielen. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, weil ich halt erstmal ausprobieren wollte, ob es in dem Sinne überhaupt was so quasi zum Aufnehmen ist, ob es so langwierig wäre, etc. Also im Grunde, ihr habt ja bei mir schon den Car Mechanic Simulator gesehen, im Grunde geht es in die gleiche Richtung, nur halt anstelle von Autos sind es Computer. So, dann machen wir einfach mal ein New Game. Und da sind wir auch schon. Welcome to PC Building Simulator. To begin, go to your PC by the doorway and open the email program on the desktop. You've got mail. Wir haben eine Mail erhalten. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, das ist natürlich auch sehr toll, dass wir hier dass wir direkt den. So, eine E-Mail. Hey, thanks for taking over the PC shop for me. Sorry, it's not in a better state. Ja, so viel habe ich jetzt noch nicht gesehen. A few things. The company isn't doing very well and there's no money in the bank account. Ja, sieht man da oben. No money ist ja schon geschmeichelt. The rent and energy bills come out monthly, so make sure you have enough money for them. Ja, ist klar. Also ist logisch, dass man Miete und Strom bezahlen muss. I had a job on the go, which should help with the rent. See the email below. Okay, da ist noch ein Auftrag, der auszuführen ist. Remember to use your thermal paste when putting in a CPU. Always forget and the PCs overheat. Ja, warum? Ich weiß, das ist ein häufiger Fehler, tatsächlich, dass das gerne mal hier Wärmeleitpaste vergessen wird, beziehungsweise zu viel, beziehungsweise zu wenig genutzt wird. So, I think you're all set up. It's your company now, so run how you see fit. Oh Gott. I hope you do better than I did. Lots of love, Uncle Tim. Ach, unser Onkel hat uns den Laden überlassen. I had to borrow $15 of fuel. You know how it is. Ja, daher die $15 minus. Dann gucken wir doch mal hier. Hi Tim, I hope you can help me. My computer has been running slower than usual and I think I might have clicked on something I shouldn't have. Do I have a virus? Thanks, Gary. Dann wollen wir uns doch mal den PC schnappen. So, mit Rechtsklick nimmt man den Computer auf. Schlepp, 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 schlepp. Und hingestellt. So. Plug the PC in. For the job, you need to run a virus scan. Press 3 or the cable button and plug the monitor, keyboard, mouse and power into the back of the PC. So. Ich sag ja, relativ ähnlich zum Car Mechanic Simulator. So. Now you need to put your USB drive into the back of the PC so you can install the virus scanner. Press 1 or the install button to go into your inventory and select the USB drive. It plugs into the USB slot on the back of the PC. Das ist ja jetzt noch nicht so schwer. Now press P for the power button to turn the PC on. Click on the monitor to use the operating system of the machine. So. Oder ich drücke einfach den Startknopf. Ha, das funktioniert. So.
Install the virus scanner. Welcome to OmegaOS, the operating system of choice. Click on Add Remove Programs to install the virus scanner and don't forget to restart the PC after it has installed. So, den Virusscanner installieren wir jetzt auch. Natürlich vorschriftsmäßig werden wir gleich den Computer einmal neu starten. So. Tada! Ah, das ist ja lustig. Das zeigt tatsächlich die aktuelle Uhrzeit an. 418 infizierte Dateien. Plain files. You have removed all viruses. The PC is ready to return to the client. Pick the PC up with the right mouse button and place it in the corridor. Also quasi einmal. Hallo? Wir müssen aber erstmal hier runterfahren. Ich will ja nicht einfach so einen Computer hier abnehmen. So, tada, tada. Collect your reward. Reward. So. $100, sehr gut. Jetzt geht's hier ab, oder was? Didn't realize my uncle had gone away. Looks like the business is in good hands though. Thanks again, Gary. Das ist ja schön. So, das kann ja alles weg hier jetzt. Discard. So, hi, my graphics card has fried itself and I need it to be replaced with same on. Same one, please. Same on, ja, genau. An NVIDIA GTX 970. Yeah, maybe one of those Sheen ones. I can drop it around first thing tomorrow morning. Okay, wir kriegen morgen also den neuen PC. Den neuen PC, also den PC von dem Kunden. Und wir müssen uns dann jetzt auch um eine Sheen GeForce GTX 970 Gamer oder was Besseres kümmern. Ja, besorgen wir halt die 970, hm? Customer's PC will take a day to arrive, so end the current day by going to the workshop door. Go through the shop on your PC to buy the components you need and you can have them delivered at the same time as the client's PC. Hm, das ist auch schon mal cool. So. Und das war mein Handy. Warum ist der Akku fast leer? Ah, gut. Naja. So, Install Motoni EZ Store 500 GB SRTA 3 GB die Sekunde or better. Oh, der will einfach eine zweite Festplatte haben. Muss ich mir nur jetzt Motoni EZ Store 500 GB. Ja, ich guck gleich mal, was es zu kaufen gibt. So. Could you have a look at my PC, please? I've not been taking the best care of it. It looks a bit dirty. Okay. Could you give it once over? Please. Kommt auch morgen. Virus runter und einmal sauber machen, der Teil. Wird gemacht. So, wir brauchen ein Moritoni EZ Store 500 GB SATA Festplatte. Und eine John GeForce GTX 970 Gamer. Dann machen wir doch mal hier. Storage. Ach. So. 500 GB wollte haben, ne? Add to Card. Und
eine Grafikkarte. Das sind alles MSI. Ah, da. Add to cart. Oh. Use the delivery options to choose when best to receive your components. Often it's better to pay or for faster delivery than wait days for to receive things. Da das morgen ja alles kommt, würde ja morgen reichen. Das würde $30 kosten. Ja, 3 bis 5 Werktage bringt's nicht. Weil dann müssten wir Minimum 3 Tage warten, bis wir die Teile kriegen. Same Day Delivery, wir kriegen die PCs ja morgen sowieso erst. Also machen wir die Next Day Delivery. By now. Und wir sind 260 Euro minus, Dollar im Minus. Okay. Valued customer, here at Megacorp we know that life doesn't always run smoothly, so we provide a free overdraft for all our customers. Your free overdraft limit is $1,000. Wir dürfen also $1,000 unser Konto überziehen. Ansonsten gehen wir bankrott. Gut, ja. Das war's dann für heute. Dann alles ordnungsgemäß ausmachen hier. So, Leave Workshop, ending the day. Here you end your day and advance to tomorrow, but make sure you've accepted your jobs and ordered the components you need before you go home for the evening. Continue. Weiß ich, dass ich's gemacht habe. End day. The customer's PC is here. Pick it up with right mouse button and take it to your workbench to fix it. Your new parts have arrived. Click on the boxes to put them in your inventory. Inventory. So. So. Cleaning NPC. Press the install button or get the compressed air from your tools. Then you click on the PC's components to blow away the dust until it has all been removed. Continue. So, dann, ja, hier. Ah. Okay, das geht nicht, das müssen wir vielleicht von innen. Ah, so. Oh Gott.
Okay, ach, da ist es auch schon grün. So, dann Install. War hier unter PC Parts, Side Panel. Dann hier, wie gesagt, ein bisschen habe ich es halt schon angespielt, um überhaupt zu checken, wie es überhaupt ist. So, dann haben wir es ja. Wir müssen hier Virus-Dings starten. Cables. Bauer. Add remove programs. Und es ist ein schnelles Betriebssystem dafür, dass keine SSD drin ist. So, Driver-Scanner brauchen wir da drauf. Yes. Booting Omega OS. Tada! Start Scanning. 433. Files infected. Jawohl. So. Dann wieder runterfahren hier. Und dann kann er ja auch schon wieder zurück. Ach, ich habe ja auch noch gar nicht unseren Rechner gestartet. E-Mail. Collect und Discard. Wir kriegen scheinbar immer drei Aufträge. So. Die E-Mail kann auch weg. Oh. Replace Air Cooler. Da muss ich mal. Aber ich kann ja jetzt schlecht irgendwas kaufen, oder? So, ja, jetzt kommen wir zu den beiden PCs. So, da müssen wir eine Festplatte einbauen. Storage. Zack. Ganze noch anschließen hier. So, er lädt auf jeden Fall schon mal. So. Das ist schon mal sehr gut. Schrauben festdrehen. So, zack. Schrauben festdrehen. Zack. Ein kleiner Grafikbug. Was ist da los? So. Shutdown. Und zack.
So, dann collecten wir hier mal einmal. Collect. Jetzt spreche ich das schon hier. So, Discard. I am giving my daughter my PC and she needs a lot of RAM. Apparently, she says she needs 16 GB and I've currently got 2 GB and 4 RAM slots on my motherboard. Okay. Da müssten wir gucken, was das Motherboard überhaupt direkt eine Dings hat. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Aber dafür müssen wir unseren Rechner dann erst angucken, ne? So, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Hier, genau. Du kennst Taktung. Da müssen wir uns das Motherboard erstmal angucken. Oder stand da jetzt irgendwas dazu? Da standen jetzt keine Specs in dem Sinne. Nee. Dann gucken wir mal, was. Ja, wenn ich so eine klare Anweisung habe, was getauscht werden soll, dann kriegen wir das ja alles hin, aber. So. Zack und zack. So. Ich habe jetzt die Dings nicht angeschlossen. Ja, das ist schlecht. Das ist jetzt wieder so ganz typisch Jens. Bin ich nicht gerade. Ach so, nee, die braucht gar keine. Ja, besser zweimal als einmal zu wenig. Die braucht keinen externen Stromanschluss. Jawohl. So, Strom. Power. Nee. Also, wie ich mich kenne, wird mir das auch noch häufiger passieren. Power. Startet. Sehr gut. Shutdown. Also das finde ich gut, dass man das tatsächlich auch so runterfahren kann. Also richtig cool finde ich es natürlich, wenn man es auch so herunterfahren müsste, dass das wirklich so eine Dings ist. Aber abziehen kann man die nicht wieder, ne? Das finde ich ja ein bisschen, fast ein bisschen schade, aber gut, das wäre wahrscheinlich auch wieder einfach zu viel rumgefrickelt. So. Der ist fertig. Dann sagen wir hier einmal viel Spaß damit. So, dann schicken vorbei. Ich gucke mir ihn an. Leveled up. You've unlocked Cryo Case Fans. Fixed Gen Intel Core Processors. Auto Connect Tool. Auto Connect Tool? These components are available in the shop right now. Okay. The next milestone level 3 unlocks Ryzen Quad Core CPUs. AMD AM4 Socket Motherboards und Seared Barracuda HDDs.
Okay. So, für heute haben wir auch wieder alles fertig. Und passenderweise sage ich dann auch, für heute haben wir jetzt auch mal alles fertig. Dementsprechend. Zu. Shutdown. Und dann machen wir nicht nur hier im Spiel für heute Feierabend, sondern auch hier im Video für heute Feierabend. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.